Doch ich bin nicht für ein Ende der Schwachen. Ich bin dafür, dass wir unsere Schwächen in unsere Stärken verwandeln. Und ich hoffe, dass mir geholfen wird, wenn ich selber zu schwach bin. Und ich lebe als Element in dem Ganzen, deshalb helfe ich auch anderen. Ungefähr so wie meine Eltern mir halten. Dadurch habe ich die Töne verstanden. Heute beherrsche ich die Sprache, die mir